Hier. Vielleicht mal ohne Mauslook. Nö, hier ist nichts. Haben wir einen Schlüssel in irgendeiner Form? Haben eine Flöte. Die man sogar spielen kann. Da ist ein Schlüssel. Aha. Oh, hatten wir den Schlüssel hier? Oh. Das tut irgendwie weh. Also ja. Ist wohl doch nicht so schwer, wie ich es in Erinnerung hatte. Den Schlüssel werden wir von irgendeinem Gegner bekommen haben. Ah, es kann sein, dass ich damals die Leiche nicht gelootet hatte. Oder sowas in die Richtung. Aber na gut. Wir haben Beute. Brauchen wir wirklich noch so ein Albert? Können wir das wirklich brauchen? Oh, ein Ring. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Eine Kiste. Ich sehe mich bei der Kiste sterben und wir haben immer noch keinen Ausgang. Ja, stimmt. Wirklich. Brauchen wir wirklich weitergebracht noch so ein hat uns das nicht. Es hat uns nur neuen Raum gegeben. Wir wollen aber keinen neuen Raum, wir wollen raus. Guck mal kurz die Säulen an, ob hier irgendwo was dran ist. Nee. Wir werden dazu genötigt, die Kiste aufzumachen. Aber die explodiert garantiert. Bin ich mir ziemlich sicher. Na gut, hoffen wir einfach, dass unsere Damen das aushalten. Gerugon, du machst das. Oh, Gott sei Dank. Ups. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Das brauchen wir auf jeden Fall, das ist viel wert. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Können wir das wirklich brauchen? So. Also war doch nicht die Kiste des Rätsels Lösung. Nö. War nur noch mehr Beute. Was ja an sich ganz schön ist, aber eigentlich würde ich gerne raus und die beiden Aufgaben abgeben. Du weiter heilen. Also, wir kommen hier an. Wir finden unterwegs einen Schlüssel. Wir benutzen den Schlüssel bei diesem geheimen Schlüsselloch. Können dann hier hoch. Aber hier ist nur Wasser, was erfrischend schmeckt, aber wo nichts passiert. Wir haben die Säulen, die habe ich alle schon mal versucht anzuklicken. Und die Kiste. Die Kiste haben wir auch schon aufgemacht. Okay, alle Wände checken. Ah, das war die Kiste. Erschrocken wie sonst was. So, nö. Ich sollte mal vom Maus-Look-Dingens weggehen. Weil wenn ich den Maus jetzt rüberfahre, kann ich mehr sehen, ob man irgendwo was anklicken könnte. Nö. Flöte spielen? Nein. Wir könnten jetzt versuchen, einfach rauszulaufen. Vielleicht kommen wir jetzt hier rückwärts irgendwo anders hin. Nochmal Wände ablaufen? Leertaste, Leertaste, Leertaste. Einmal rum. Nö. Baum. Okay, ich laufe einfach ganz zurück zum Eingang und hoffe, dass jetzt, da wir den Schlüssel benutzt haben, wie wir einen Ausgang haben. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es so nicht war. Aber hey, ich habe mich nur öfters getäuscht. Also, da war der Steinzirkel. Überall Blut auf dem Boden. Da hinten müsste der Fahrstuhl sein. Hier. Da. Oh. Okay. Ein Teleporter nach draußen. Sehr praktisch. Ich hätte schwören können, da geht's noch tiefer rein.
Na gut, wir können uns ja in ein, zwei Level nochmal da umschauen. Jetzt sollten wir auf jeden Fall erstmal die Aufgaben abgeben. Weil ich habe keine Lust da reinzugehen und die eine Kiste zwischen dem Erdgeschoss und der unteren Etage, zum Beispiel, wo man den Fahrstuhl runterfährt, da war ja noch eine Kiste, mindestens eine. Aber ich will ungerne Kisten öffnen, solange wir nicht den einen Zauber haben oder sehr viele Stufen, wodurch wir sicher gehen können, dass die Magier auch ein bisschen was aushalten. So, wo war jetzt die Flöte? Die Flöte war im anderen Elfengebiet abgeben, richtig? So, sieht den Aufzug? Nein. Das sind die Zwerge. Laterne des heiligen Lichts? Nein. Bringt Johann Kerret im Tullianischen Forst die Feenflöte? Das haben wir. Und wir sollten noch irgendwas bei den Feen machen. Einfach nur mit dem Feenkönig sprechen, oder? Für den Jäger? Und die Aufgabe haben wir schon abgeschlossen, automatisch. Weil sie steht hier nicht mehr drin. Laterne. Nö. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt zurück in den Tularianischen Forst. Geben da die andere Aufgabe ab. Und dann sollten wir vielleicht auch... Was machst du? Wasserresistenz. Das ist doch ein Hohn. Ich bin hierher gekommen, um Wasserexperte zu werden. Und finde Wasserresistenzdinge und alle möglichen Schulen, aber keinen Lehrer. Oh, was haben wir hier? Luftmagiemeister. Ich glaube das doch nicht. Vielleicht hier? Nee, da war der Händler, da waren wir auch schon. Oh ja, ich finde es sehr komisch, dass hier kein Wasserexperte ist. Na gut, ist halt so. Wir könnten jetzt zu Fuß zurück. Oder hoffen, dass die Pferde da sind. Nee, kein Wasserexperte. Gucken wir nach den Pferden. Wir sollten später wiederkommen. Später? Wir sind 6 Minuten zu spät. Da sind die pingelig. Guten Tag. Deja? Nein, wir wollen nicht nach Deja. 6 Uhr morgens. Nochmal bis zum Sonnenaufgang. Wir werden die schon ganz schön müde. Guten Tag. Los geht's. Und zum Forst. Zack. Die Flöte. Mussten wir irgendwo hier oben abgeben. Nur wo? Die Stadt ist doch dezent groß. Johann Kerret. Karte. Zoom, zoom. Konnte man nicht. Ah ja. Blumene Kessel, Blacks Haus, Naturmagie. Kerret-Residenz. Residenz. Das heißt, einmal zum Hauptplatz und nach Norden. Hier, Hauptplatz. Norden, erstes Haus rechts. Johann Kerret, Auftrag. Ausgezeichnet, die Flöte. Ihr wisst nicht, was mir das bedeutet. Hier nimmt diese Belohnung und nochmal vielen Dank. Sehr schön, wir müssen definitiv ein Level-Up haben. Eigentlich eher 2, wenn nicht gar 3. Weil diese Aufstufungsmission von einer Grundklasse zu einer höheren Klasse, wie eben gerade Ranger zum Jäger zum Beispiel, die bringen ziemlich viele Erfahrungspunkte. Aber erst müssen wir jetzt wieder die Trainingshalle finden. Ich glaube, die war da drüben. Ja. Und wir können auch kurz vor die Sachen verkaufen. Allerbesten Waffen. Weg, 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 weg. Danke. Kommt rein. Wie kann ich euch helfen? Zauberpunkte plus 8. Das nehmen wir doch mal mit. War mir. So, du hast nichts Besonderes. Du bist was Besonderes. Können wir das wirklich brauchen? Das kann weg, okay. Ausbildung. Übung macht den Meister. Perfekt. Eine Stufe. Perfekt. 2 Stufen. Perfekt. 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 Irgendwas noch lernen. Auch Konditionen. So, alles gekauft. 5300 Gold über.
Sehr schön. Und ganz viele Punkte. Was hätten wir denn mal gerne? Wir hätten gerne... Reparieren 4 ist okay. Kann er nicht steigern. Bringt ihm nicht viel. Bringt ihm nicht so viel. Bringt ihm viel. Uns wurde gesagt, dass wir auf Gegner treffen, die wir nicht mit Magie besiegen können. Also sollte unser einer einziger Nahkämpfer auch ein bisschen guter Nahkämpfer sein, ha? Huh? Ja. Also sollten wir Streitkolben erhöhen. Und Waffenmeister. Zumindest auf Experte. Und Schild. So, was hast du? Wassermagie? Sollte höher. Meditation sollte höher. Rest ist erstmal okay. So, du. Erdmagie bist du schon auf 7. Und höher musst du gar nicht. Nie musst du höher. Du brauchst nur 7, um Meister zu werden, um Telekinese zu sprechen. Das heißt, jetzt geht alles auf Luftmagie und Meditation. So. Du, 15 Punkte. Wir könnten Feilschen weiter erhöhen, um noch mehr Gold zu haben, was ja immer schön ist. Allerdings bräuchten wir auch die anderen ganzen klerikalen Zauber. Wiederbeleben zum Beispiel wäre sehr praktisch. Erholungszeit reduzieren. Seelenmagie müsste wiederbeleben sein. Aber ich glaube, ich bewahre die Punkte erstmal auf. Wir gehen einfach nach Erassia, gehen da zu den Meistergilden für klerikale Zauber und gucken, auf was genau wir bei ihr als nächstes hingehen wollen. Also zurück. So, was haben wir noch in unserem Tagebuch? Drachen töten, dauert ewig. Verschollenen Zwerge. Nee, verschollene Orte Meditation in den Hügelgräbern. Die Hügelgräber könnten wirklich unser nächstes Ziel sein. Weil die Aufgabe der Zwerge selbst, sozusagen die Hauptstory, die wir folgen sollten, ist ein bisschen schwierig. Das sind die roten Zwergenminen, wo wir auch für ihn hier hin müssen. Tatalia, Evermoon-Insel und Afli. Schwierig. Rettet die Zwerge aus den roten Zwergenminen, das ist unsere Hauptaufgabe. Holt die Laterne des heiligen Lichts aus den Hügelgräbern. Ja. Das hört sich so an, dass wir das gut machen könnten. Also wir machen jetzt ein wenig hin und her gelaufen, Ausrüstung kaufen, weiter Expertenhändler, Expertenlehrer suchen und so weiter. Und danach werden wir wohl zu den Hügelgräbern gehen. Und da versuchen wir die Laterne zu holen, den Ort der Meditation zu holen, einfach alles zu plündern, was wir plündern können, dürfen, wie auch immer. Und dann dürften wir auch langsam bereit sein für die eigentliche Aufgabe. Nämlich die Zwerge zu retten, um unser Schloss wiederherzustellen. Gut, also den Elfen sagen wir jetzt bye-bye. Wir gehen zu den Ställen und gucken, wohin uns die Pferde bringen. Ich bin versucht, jedes einzelne Zelt nochmal abzugehen, ob hier irgendwo ein Wassermagier ist. Ich glaube, das mache ich auch ganz kurz. Also nur die 4-5 Stück hier. Oh, und unterwegs noch Pilze sammeln, das ist auch sehr schön. So, du erkennen, Großmeister, ne? Sechster Sinnmeister, Und die da hinten habe ich auf jeden Fall abgegangen. Der eine ist ein Druide und der andere war irgendein Lehrer, den wir erst später brauchen oder gar nicht brauchen. Nix. Hier ist der Druide. Ja, Großdruide. Ärgerlich. Bestimmt sind die alle in Harmondale und kichern sich einen über uns ab. Oh, stimmt eigentlich. Vielleicht im Dorf im Süden von Harmondale. Nee, ja. Guten Tag. Wir würden gerne nach Harmondale. Los geht's. So. Dann gehen wir hier. Hier waren die Nahkämpfer. Also die mönchsartigen Nahkämpfer mit Ausweichen und Faustkampf. Hier war Feuermeister und ein Questgeber. Hier war Feilschen. Reparieren. Ah, sehr schön.
Thomas Multitalia. Und erkennen hatten wir auch schon. Also dieses Haus müssen wir nie wieder betreten. Lederexperte könnten wir später noch gebrauchen. Expertestab eventuell auch. So. Hier sind jetzt öffentliche Gebäude. Oben sind die Gilden. Also wir haben jetzt noch da oben die Häuser drauf.